Ich bin fast da. Papi ist fast da, Zido 2 und 6. Papi klopft jetzt an. So, Zedur 2 und 6, was spielen wir denn jetzt? Ach, wir spielen King of the Hill. Das bedeutet, wer zuerst seinen König auf eines der vier Zentralfelder bringt, der gewinnt diese Partie. Ja, das ist dieses Spiel. Spiele ich sehr gerne, C-Dur 216. Von daher, ich bin mal gespannt, aber häufig hat es sehr große Ähnlichkeit eigentlich mit normalem Schach. Gut, ich werde mal versuchen, hier das Zentrum direkt frei zu machen, damit der König dann einen leichteren Weg hat in das Zentrum, ist ja klar. So, Springer C3. Genau, Georg, du erinnerst dich, ne? Da war das Elefantengambit, war einen Zug. Einen Zug vor der Niederlage. Aber Magic Nick hat es dann nicht zu Ende gebracht. Und so bleibt das Elefantengambit nach wie vor ungeschlagen. Es bleibt ungeschlagen. Das steht eigentlich heute auch mal wieder an, oder? Es ist lange her, dass ich Elefantengambit gespielt habe. So, Läufer D3. Das ist jetzt eigentlich bisher eine normale Schachpartie. Wir dürfen aber nicht vergessen, wer zuerst den König hier nach vorne buxiert, der gewinnt. Der gewinnt. D5. Ja, ich spiele mal E5. Also eigentlich Theorie ist E schlägt D5. Aber ich spiele mal E5. Vielleicht, weiß ich nicht, bringt mir das was? Vielleicht sollte ich auf D5 schlagen. Dame E7, okay. Jetzt kurz auch Hade. Es darf nicht geschlagen werden wegen Turm E1. Ja, bisher hat das mit King of the Hill noch nicht so viel zu tun, ne? Ist ja klar. Und das wäre auch so mein einer Kritikpunkt. King of the Hill ist häufig, wird glaube ich sehr häufig einfach durch normales Schach entschieden, also durch Matt setzen oder durch, ja, wenn man mehr Material hat, logischerweise, kommt man auch leichter mit dem König ins Zentrum. Also es ist jetzt nicht so abgespaced. Ja, Zedo kommt immer mit diesen Varianten um die Ecke, das ist klar. Schachopa, du darfst gegen mich spielen, natürlich. Bist du YouTube-Mitglied, mein Lieber? Dann kannst du hier eine Herausforderung stellen. Wir haben auch gerade, nach wie vor haben wir noch zwei Anfragen hier, sehe ich das richtig? Zwei Anfragen. Wäre natürlich gut, wenn die Mods dann einen Blick drauf haben könnten. Ich vermisse Zex heute. Zex ist gar nicht am Start heute, ne? Grüße gehen raus an Zex, wo auch immer er jetzt sein möge, aktuell. Läufer B7. Ja, möchte ich den Bauern jetzt verteidigen? Auf E5, F4 könnte ich spielen. Hier vielleicht auch wieder die Rute öffnen, aber es erlaubt auch so ein Schachgebot. Ich könnte auch Dame F3 spielen, ich könnte Läufer F4 spielen, Dame D4. Ich weiß es nicht. Spielen wir mal Läufer F4. Ich habe das Gefühl, diesen Bauern zu halten ist recht wichtig, denn für die Zukunft, wenn der Bauer da steht, dann wird es echt schwer für den König dahin zu kommen. Von daher, das machen wir erstmal so. Turm D8, jetzt Dame H5. Schobbett fragt, spielt auch mal gegen Nichtmitglieder. Selten. Selten, Schobbett. Aber es wird bald ein neues Abonnentenspezial geben. Da spiele ich einfach gegen alle Zuschauer mit ein paar Gästen. So, Mike fragt, wie kann man gegen mich spielen? Gerade dazugekommen. Ja, Mike, wenn du YouTube-Mitglied bist, dann kannst du ins Lead-Chess-Team kommen und dann kannst du eine Herausforderung stellen. Ich mal sehen, gegen wie viele ich heute komme. Immer noch 17 Herausforderungen, aber ich möchte natürlich gegen so viele Leute wie möglich spielen. G6 machen wir mal Dame H6. Warum nicht? Werden Partien von allen Team Huschi-Mitgliedern angenommen? Nee, Tom. Nicht von Team Huschi-Mitgliedern, sondern von YouTube-Mitgliedern. Nochmal zur Erinnerung: YouTube-Mitgliedschaft 4,99 im Monat ist ähnlich wie Subs auf Twitch. Und hat verschiedene Vorteile, unter anderem hier exklusives Lead-Chess-Team, exklusiver Discord-Kanal und Badges, Emotes und so weiter und so fort. Wer sich das anschauen möchte, kann auf den Button klicken. Dame E6, also den blauen Button, wo Mitglied werden steht, unter dem Video. Dame E6,
Ja, soweit. Gut, ich stelle mal einen Turm in die Mitte. Dame G7 könnte ich auch machen. Was spielen wir erstmal Dame G7? Also bisher ist wirklich eigentlich eine normale Schachpartie, in der ich auch sehr gut stehen würde. Ich darf eben nur nicht vergessen, wenn er den König dorthin kriegt, dann habe ich verloren. Aber aktuell sieht das nicht danach aus. Es kann Matt geben in diesem Spiel, 150 MG. Mir geht's gut, Fallen. Wie geht's dir? Ja, wenn man Matt setzt, gewinnt man auch die Partie. Kann man über Leeches App beantragen, das Passwort ebenfalls mitschicken? Das weiß ich nicht, Daniel S. Musst du mal ausprobieren, das weiß ich nicht. Sollte man mit King of the Hill eigentlich rochieren? Ich habe es jetzt mal gemacht. Ne? Ich habe es jetzt mal gemacht. Aber wer weiß, wer weiß. So, ich vertreibe mal den König, dass er mir hier nicht zu nahe kommt. König C8, so will ich sehen. Schön in die Ecke, nach hinten. Und jetzt, ja, wie wäre es mal mit Damentausch vielleicht? Dame F6 könnte man machen. Dame F6. Oder vielleicht erstmal A3. Na gut, dann zieht die Dame zurück nach E7. Obwohl eigentlich bei seinem schwachen König Dame F6 ist gar nicht mal so attraktiv. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, worauf das hier hinauslaufen soll. Vielleicht Läufer G5. Ja, Läufer G5 gefällt mir. Läufer G5. Irgendwie gefällt mir dieser Zug. Vor allem nach Turm schlägt D1 kann ich auf H8 zwischentauschen. Das wäre richtig, richtig unangenehm. Läufer E7 ist ein besserer Zug. Jetzt kann ich auch schlagen. Dame schlägt. Und jetzt Dame F6 vielleicht. Aber ich muss aufpassen, dann im Endspiel. Nicht, dass der König dann auf einmal in die Mitte spaziert und mich rasiert. Das habe ich jetzt nicht nur gesagt, weil es sich reimt, sondern weil ich da auch ein bisschen Angst vor habe. Na gut, probieren wir es mal. Ich glaube, mein König ist auch relativ schnell in der Mitte. Mein König ist auch relativ schnell in der Mitte. F3 jetzt. Das wird jetzt aber. Es wird eine heikle Geschichte, habe ich das Gefühl. F3 schlägt, schlägt. Na gut, spielen wir mal F3. Er wird wahrscheinlich schlagen. Dann Turm E8 spielen. König B8? Bitte? Ja, das war wohl ein Ausrutscher. Er möchte den Zug zurücknehmen. Okay, ich wollte schon sagen. Okay, König B7 wollte er, aber hätte ich jetzt nicht gesagt, dass der besser ist, oder? Weil hier kommt der König ja nicht hin. Ich glaube, Turm E8 wäre besser gewesen, um dann auf E4 zu schlagen, weil jetzt. Eieiei. Ich bin schnell, mein Lieber. Ich bin fast da. Papi ist fast da, Cdot 216. Papi klopft jetzt an. Okay, Moment. Wir müssen cool bleiben. C4 erstmal. C4, um hier nochmal das Feld zu kontrollieren. Und dann schlage ich und spiele E5. Und dann ist die Katze im Sack. Oh, das ist natürlich ein schlauer Zug, den sich hier Cedo überlegt hat. Das ist leider ein schlauer Zug. Was machen wir denn dagegen? Was machen wir denn dagegen? Droht was? Sonst mache ich erstmal G4. Turm D5. G5. Ja, ich weiß nicht, aber H4 vielleicht. H4 vielleicht. Ah, ich habe Angst. Turm E6. Okay, jetzt G5. So, jetzt läuft die Zeit aber hier. H4. Warum ziehe ich nicht den König nach F4? Was mache ich hier eigentlich? Ziehe immer den König nach F4 und dann E5. Ja, das ist doch jetzt vorbei. Da ist der König. Da ist der König. Okay. Hätte er mir den letzten Zug auch noch geben können. König E4. Okay. Wow, 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 wow. Alles klar, danke Cedo 26 für die King of the Hill Party. Hatten wir das schon mal hier auf dem Kanal? Ich glaube nicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an.
Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.